Hallo, moin liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich zeige euch heute mal die Empfehlung Nummer 3 von unserer Top 10 Liste. Und heute geht es mal um diesen Güde-Gartenwagen. Und ich habe jetzt hier an diesem Güde-Gartenwagen PU-Reifen angebaut. Die sind unkaputtbar, denn sie sind komplett aus Vollgummi und enthalten kein Luft und kein Schlauch. Und genau, ich habe die jetzt hier einfach quasi rauf gemacht, indem ich hier Splinte reingesetzt habe oder hier in dem Fall Draht, so eine Drahtsplinte und einfach eine Unterlegscheibe dahinter und so hält es auch. Hier vorne, direkt neben unserer Terrasse, die wir neulich im letzten Jahr aus Paletten gebaut haben, befindet sich direkt neben dem Eingang und der schön blühenden Forsythie hier ein Steinbeet, was wir gerne neu machen möchten. Und jetzt zeige ich euch mal, wie viele Steine hier in den Güdewagen passen. Ich habe schon einige reingeladen. Das sind wirklich einige 100 Kilo. Und da kommen jetzt noch ein paar dazu. Und ja, von daher ist das wirklich unsere Empfehlung Nummer 3. Einen gut funktionierenden und nicht unbedingt reparaturbedürftigen Gartenwagen sich zu besorgen. Da geht natürlich auch theoretisch jeder andere Gartenwagen. Es gibt viele, die haben noch ihre ganz alten aus der DDR-Zeit oder halt kurz nach der Wende neu gekauft. Inzwischen ja schon 30 Jahre alt, beinahe. Naja, so hat jeder seins und natürlich kosten diese Güdewagen auch, sag ich mal, einen kleinen Taler. Im Baumarkt gibt es sie für knapp 80 Euro oder 75 Euro oder so. Ja, wir sind aber sehr zufrieden damit, denn der hat ja nicht nur eine gute Schale aus Hartplastik, sondern das Gute ist auch, dass er auch kippbar ist. Und da braucht man nur vorne einmal den Hebel rausziehen und dann kann man den super ankippen. Genau. Ja, und dann ist er komplett kippbar, was wirklich eine Top-Funktion ist für einen Gartenwagen. Ja, ich zeige euch jetzt mal hier die coole Kippfunktion und dass das Ding wirklich sehr stabil ist. Ich bin wirklich begeistert davon, von dem Wagen. So, tada, da ist das Meisterwerk. Ich finde es echt schön und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt.